Eine neue Folge MT5, heute mit meinem zweiten Spiel des Turniers Drachendämmerung 2. Viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Spiel. Es ist immer noch Drachen gegen Drachen und in dieser Runde benutzen wir den Krater, von dem ihr hier die Regeln seht. Die sind quasi ein bisschen schwächere Ruinen. Wenn man da seine eigenen Kreaturen auf beiden drauf hat, hat man nicht direkt gewonnen, sondern man bekommt zu Beginn seines Zuges einen Siegespunkt. Das heißt, wenn man quasi in seinem Zug eine Kreatur auf den Krater draufstellt und auf dem anderen hat man auch schon eine, dann passiert erstmal noch nichts. Der Gegner hat noch einen Zug Zeit und zu Beginn seines nächsten Zuges bekommt man dann einen Siegespunkt. Dafür liegen die Krater aber auch weiter in der Mitte und es gibt nur zwei, das heißt, es ist einfacher, die einzunehmen. Und wenn man da ein paar Stunden Runde draufsteht, dann hat man schon einen ziemlich großen Vorteil. Genau wie bei den Ruinen ist es auch hier so, dass Kreaturen der Machtstufe 1 entfernt werden bzw. zurück in die Reserve gelegt werden, wenn sie sich auf dem Krater befinden. Es geht los, ich spiele als Schwarz, mein Mitspieler spielt als Rot. Ich würfel eine 1 für den Wurf, wer anfängt. Mein Mitspieler würfelt eine 5 und fängt dementsprechend an. Wir starten beide mit der Aufstellung 4-2-2-2. Das ist eine starke Aufstellung und ich denke auch eine meiner Lieblingsaufstellungen bei den Drachen. Man kommt damit schnell auf hohe Machtstufen, hat schon 4 Würfel direkt und die kann man auch mit der Fähigkeit des Geistes schnell nach vorne bewegen. Außerdem sind Geister einfach lustig, weil sie über Kreaturen rüberspringen können und das ist ja auch was wert. Mein Mitspieler hat seinen Geist 2 Felder vorgezogen und wenn er jetzt ihn noch ein Feld vorzieht und zu einem Feuerbasilisken aufwertet, perspektivisch die Fünferkreatur, die diagonal zieht, dann bedroht er meinen Krater da, oder ich betrachte das jetzt einfach mal als meinen Krater, weil er in meiner Hälfte ist. Und ich mache das gleiche, ziehe auch den Geist nach vorne, habe ein bisschen nachgedacht, der dann diagonal dazu steht, möchte noch nicht den auf dem Krater vorziehen, damit sich mein Mitspieler quasi entscheiden muss, ob er jetzt meine Figur angeht oder den Krater. Er wertet mit Blutmagie auf eine 4 auf, macht das allerdings mit dem hinteren Würfel. Ich mache das gleiche allerdings mit dem vorderen, hat Vor- und Nachteile beides. Er zieht jetzt seinen Geist, ein Feld nach vorne. Wie gesagt, kann durch Einsatz von 2 Würfeln dann auf eine 5 aufwerten und ich muss mir überlegen, wie ich das Ganze verteidige. Die einfachste Variante wäre gewesen, hier auf eine 5 aufzuwerten. Ich wollte aber meine beiden Blutmagier noch behalten und entscheide mich daher, einfach etwas Druck auf den Geist zu machen und meinen Blutmagier zur Seite zu ziehen, was den Vorteil auch noch hat, dass wenn er auf eine 5 aufwertet, ich erstmal nicht bedroht bin durch ihn und somit noch einen Zug länger habe. Er ist aber quasi schon fast gezwungen aufzuwerten, entweder auf eine 4, dann stehen wir uns da gegenüber und können weiter aufwerten, oder eben auf die 5, um den Krater zu bedrohen. Er kann theoretisch über mich drüber springen, könnte es vielleicht sogar wert sein, dann wird meiner auf eine 3 abgewertet, er bekommt einen zusätzlichen Triggerpunkt und wenn ich ihn dann schlage, das würde ich vermutlich mit meiner unteren 4 dann machen, dann wird die zu einer 2, dann habe ich, wenn ich dann die 3 wieder zu einer 4 aufwerte, quasi wieder meine Startaufstellung nur ein kleines bisschen weiter nach vorne gerückt und er hätte eine 4-4-2 Aufstellung und schon 2 Siegpunkte abgegeben. Lohnt sich, denke ich, in dem Fall nicht so richtig, weil seine anderen Kreaturen noch nicht weiter vorne sind. Deswegen entscheidet er sich auch zu quasi dem klassischen Zug, er wertet auf eine 5 auf. Bedroht damit den Krater, wenn er sich da drauf steht, stellt, wenn ich das nicht verteidigt bekomme, kann er im nächsten Zug mit seinem Geist auf den Krater oben gehen und dann muss ich ihn quasi schon sehr schnell wieder verjagen, denn dann macht er jeden Zug einen Siegespunkt. Sinnvoll wäre hier sicherlich den Vierer auf einen Sechser aufzuwerten, dann bedrohe ich seinen Fünfer und blockiere eben den Krater, dann könnte er auf einen Sechser aufwerten, aber dann stellen wir uns mit den Sechsern so gegenüber und das gefällt mir nicht so richtig gut, deswegen entscheide ich mich dazu, meinen Zweier erst einmal vorzuziehen. Wenn er jetzt auf den Krater ginge, dann könnte ich mit der Blutmagie meinen Vierer auf einen Sechser und meinen Zweier auf einen Dreier aufwerten. Dann kann er seinen Fünfer nicht aufwerten und muss, da er durch den Sechser bedroht ist, wieder wegziehen. Das heißt, ich hätte ein Tempo gewinnen und könnte dann selber meinen Krater einnehmen und hätte
seinen Basilisken da ziemlich gut abgewehrt. Das heißt, er wertet jetzt auf eine 6 auf, um meinen Blutmagier zu bedrohen. Und ich bin ja immer etwas glücklich bei den Drachen, wenn mein Gegner auf eine 6 aufwertet, denn die machen nicht so schrecklich viel, brauchen relativ viel Zeit, um sich in 2-3er zu splitten und dann irgendwie wieder gefährlich zu werden. Ich könnte jetzt selber auf einen Blutmagier aufwerten, habe ja aber gerade erst gesagt, dass ich die nicht so super toll finde und wir uns dann da halt einfach gegenüberstünden. Und deswegen ziehe ich meinen Blutmagier erst einmal weg auf die Ruine. Es wird jetzt ein bisschen kritisch, weil ich da viele kleine Figuren in meiner Hälfte stehen habe und er mit dem Drachen Druck machen kann. Er zieht jetzt auch nach vorne und dann wird es mit Aufwerten schon problematisch. Aber zum Glück können ja die Dreier die Sechser schlagen. Das heißt, ich werte auf einen Dreier auf und blockiere damit alle Felder von meinem Mitspieler. Der hat dann da auch nicht mehr wirklich Möglichkeiten gesehen und erstmal seinen Geist vorgezogen auf den eigenen Krater. Ich ziehe auch meinen Geist vor, versuche dann bei ihm Druck zu machen. Er nimmt den Blutmagier mit dazu. Die stehen jetzt erstmal diagonal, das finde ich gar nicht so schlecht. Ich setze dann meinen Geist ein Feld nach vorne. Da ist natürlich die Bedrohung, dass ich den dann auf eine 5 aufwerten kann und somit den Krater bedrohe. Und wie gesagt, der Blutmagier steht ja auch auf der gleichen Diagonale. Er wehrt das erst einmal ab, indem er selber seinen Geist schon auf einen Feuerbasilisken aufwertet. Meinen Geist bedroht. Ich mache das gleiche, 2 Würfel weg und auf eine 5 hoch. Aber man sieht, dadurch, dass ich unten nicht so viele Würfel ausgegeben habe, habe ich jetzt noch 2 Würfel mehr zur Verfügung. Mein Mitspieler zieht jetzt seinen Blutmagier hinter dem Basilisken. Ich weiß nicht genau, was da der Plan war. Er wollte ihn sicherlich aus der Diagonale von dem Feuerbasilisken von mir rausbringen. Vielleicht wäre es besser gewesen, ihn mehr in die Mitte des Spielfelds zu bewegen. Ich werte auf eine 6 auf, sehe mich leider dazu gezwungen, um da weiter Druck machen zu können. Mein Mitspieler wertet auch auf seine 6 auf, das heißt, wir stehen uns da schon mal so gegenüber. Und ich versuche jetzt den langwierigen Prozess, den 6er von dem Krater runterzubekommen, da ich ja den auf meiner Seite schon besetzt habe. Der daher besteht, dass wenn 2 Sechser direkt gegenüberstehen, kann ich den in 2 Dreier splitten und dann kann ich einen Dreier ein zur Seite ziehen und dann muss der Sechser weg, denn die Dreier decken sich gegenseitig. Aber ja, das sind erstmal hinziehen, splitten, hinziehen. 3 Züge schon mal jetzt, in denen mein Mitspieler auch noch einiges hat, was er tun kann, um das zu verhindern. Er entscheidet sich dazu, mir zuvorzukommen quasi, direkt zu splitten, macht damit den Krater frei, aber da es ja nicht die Ruinen sind, kann ich da nicht einfach mit dem Drachen draufziehen. Wie gesagt, die Krater nur eine abgeschwächte Form, wo man nicht direkt gewinnt und auch erst zu Beginn des eigenen Zuges den Vorteil, nämlich den einen Siegespunkt bekommt. Ich splitte jetzt meine eigenen und jetzt geht auch wieder das Denken richtig los. Ich habe den Vorteil, dass ich 2 Würfel mehr habe. Wir haben aber beide 2 Blutmagier und da mehrere Kreaturen, die wir irgendwie aufwerten können. Das heißt, jeder versucht jetzt, sich auszurechnen, wie er es schafft, den Mitspieler dazu zu bringen, einen Fehler zu begehen und eine Figur oder auch 2 bedrohbar zu machen. Es könnte darauf hinauslaufen, dass wir nachher wieder beide mit 6ern da stehen gegenüber. Auch dann freue ich mich, denn ich habe die Würfel mehr und kann gegebenenfalls einmal mehr splitten. Mein Mitspieler beginnt jetzt mit einem Zug, mit dem ich nicht gerechnet hätte und versucht für sich selbst einen Vorteil herauszuholen. Er schlägt nämlich meinen 4er auf dem Krater. Das ist von den Siegpunkten her relativ ähnlich, nämlich er bekommt einen Bonuspunkt und damit eine 5 und ich bekomme 6 für seinen 6er, den ich da mit dem 3er schlage. Jetzt hat er da auf jeden Fall keine Möglichkeit mehr Druck zu machen, aber oben den Vorteil, dass er 2 Vierer hat und ich habe nur noch einen Vierer. Das heißt, er kann jetzt versuchen, schnell zu reagieren und meine Dreier da oben unter Druck zu setzen, während ich gerade nur mit einem Blutmagier aufwerten kann. Andererseits habe ich ja auch noch ganz viele Dreier, also mal schauen, ob dieser Plan aufkommt. Er zieht jetzt mit seinem Blutmagier auf den Krater. Dadurch kann er, wenn er den zu einer 5 aufwertet, beide bedrohen, hat aber auch noch gleichzeitig den Vorteil, dass meine nicht auf 6ern aufwerten können, da sie ja noch von den 3ern bedroht werden. Meine Sorge dabei ist jetzt,
erst einmal, dass er den linken Dreier, während wir aufwerten, zu einem Fünfer aufwerten könnte und dann in zwei Zügen wieder bei mir unten bei der Ruine wäre, um da Druck auf den Dreier und den Vierer zu machen. Deswegen habe ich nach längerem Nachdenken mich dazu entschlossen, man sieht hier schon rechts die Würfel liegen, eine Seelenmauer zu bauen. Denn dann bin ich auf das Aufwerten nicht so angewiesen. Ich habe da viele Kreaturen, mit denen ich wieder lustige Sachen machen kann. Und vor allem sind seine Figuren ein bisschen eingeschlossen. Er kommt nicht wirklich an meinen Krater ran. Wenn er den Dreier zur Seite bewegen könnte, kann ich die Mauer auch wieder verschieben und dann tatsächlich so um meinen Krater herum eine kleine Mauer bauen. Und selbst wenn er seinen Vierer links, der noch auf seiner Grundlinie steht, nach vorne bewegen könnte, könnte ich zwei Züge nutzen, bevor der Blutmagier meinen Dreier unter Druck setzen kann, um da quasi auch die Mauer zuzumachen. Er lässt sich davon erstmal nicht beeindrucken, wertet trotzdem seinen Vierer zum Fünfer auf und bedroht meinen Dreier. Ich ziehe den einfach weg, hat auch ein bisschen Nachdenken gedauert und habe jetzt auch mit ihm die Möglichkeit, mich zu splitten, wenn er das Feld da nicht blockiert. Er zieht allerdings seinen Basilisken in diese Lücke rein und dann habe ich wirklich lange überlegt, ob ich damit nicht das Spiel gewonnen habe. 5 Minuten lang. Hier seht ihr mal ein bisschen, ich dachte, da ein Blick hinter die Kulissen ist vielleicht mal ganz schön. Auf 10 schwacher Geschwindigkeit, vielleicht sollte ich mir abgewöhnen, immer mit dem Finger drauf zu zeigen, aber das macht es mir einfacher. Genau, ihr seht auch, ich habe schon mal Würfel zurechtgelegt, überlegt, reichen die Würfel noch für den Plan aus, den ich habe. Im Endeffekt wird es dann nicht genauso laufen, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber es beginnt damit, dass ich zaubere. Einmal auf eine 4 aufwerte, meinen Dreier, damit ich wieder 2 Blutmagier habe. Und meine Mauer auflöse und aus der einen Seele einen Geist mache. Für meinen Mitspieler sieht das vielleicht erst einmal gut aus, denn er kann da einfach eine Seele schlagen und bedroht dann auch noch Seele und Geist. Ich habe aber positiv hier, dass ich einen Basilisken da am Rand stehen habe und die 3 daneben und somit der Basilisk nicht zu einer 6 aufwerten kann. Mein Mitspieler wertet jetzt seinen Dreier, auch wieder nach einigem Überlegen, das ich jetzt rausgeschnitten habe an der Stelle, auf eine 5 auf. Und hat jetzt den großen Vorteil, dass er einerseits den Zweier bedroht, aber auch den Einser und dann direkt weiterziehen könnte, wenn er den schlägt, um sich neben einen Vierer am anderen Krater zu stellen und da wieder Druck zu machen. Das heißt, ich muss jetzt auch sehr schnell sein, werte meinen Zweier unter Verwendung von 2 Würfeln, jetzt habe ich nur noch 2, auf eine 5 auf und bedrohe damit seinen Dreier hinten. Und da muss er jetzt einfach aufgrund der Siegpunkte zuerst reagieren, denn wenn er den Einser schlägt und ich den Dreier schlage, bekomme ich 3 plus 1 Punkt und da ich schon 6 habe, hätte ich dann schon gewonnen. Das heißt, hier ist er gezwungen, entweder selber den Dreier auf eine 5 aufzuwerten oder wegzubewegen. Wenn er ihn aber wegzieht, kann ich meinen Fünfer zu einem Sechser aufwerten und dann seinen Fünfer einkassieren und dann bekomme ich 5 Punkte und habe gewonnen. Soweit der Plan. Jetzt sieht man hier, ich habe eine Sache nicht bedacht beim Durchrechnen, nämlich, dass er seinen Dreier auf den Krater setzen kann. Ich glaube, das hatte ich schon noch gedacht, aber was ich nicht bedacht hatte, war, dass ich dann meinen Fünfer nicht auf eine 6 aufwerten kann. Das heißt, ihr seht auch beim wunderschönen Durchrechnen, was könnte alles passieren. Ja, rechnet man dann doch im Endeffekt vielleicht nicht alles durch oder denkt zumindest nicht an alles, aber sonst wären wir auch Maschinen und keine Menschen. Und jetzt muss ich damit umgehen und mir überlegen, ob ich vielleicht doch noch diese Situation retten kann. Erstmal bin ich ja nicht bedroht. Also okay, meine Seelen da sind bedroht. Wie gesagt, es ist auch etwas bedrohlich, wenn er da an meinen Krater kommt. Aber ich bin nicht direkt super bedroht. Was ich damit meine ist, es gibt keine Bedrohung, auf die ich jetzt reagieren muss, durch die er direkt das Spiel gewinnt. Und das heißt, dass ich selber noch gucken kann, wie ich Druck machen kann. Ich bleibe also sozusagen der Aggressor und was ich möchte, ist natürlich den Dreier da wegbekommen. Das heißt, ihr habt gesehen, ich habe den Einser zum Dreier aufgewertet. Ich möchte da gerne einen Fünfer haben. In einem Zug hätte ich aber nur auf eine 4 aufwerten können, hätte dann keine Würfel mehr gehabt. Mein Mitspieler hätte seinen Fünfer einfach zum Sechser aufwerten können und den Dreier beschützen quasi, beziehungsweise meinen Vierer bedrohen und der hätte dann nicht zu einer 5 aufwerten können. Deswegen musste ich hier erst auf eine 3 aufwerten, dadurch verhindere ich, dass mein Mitspieler den 5er zu einem 6er aufwertet und kann dann im nächsten Zug auf eine 5 aufwerten und seinen Dreier direkt bedrohen.
Mein Mitspieler nutzt jetzt aber wieder diesen einen Zug, den ich quasi zu langsam bin, wo ich ihn nicht direkt bedrohe, um seinen Fünfer vom Rand wegzuholen. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Fünfer auf eine 6 aufwerte, dann kann er noch wegziehen. Ich mache aber erstmal den Druck, mit meinem Fünfer den Dreier zu vertreiben und habe somit auch wieder Zugriff auf seinen Krater. Er kann seinen Dreier nicht auf einen Fünfer aufwerten, da ich sonst meinen Fünfer zwischen den beiden Fünfern von ihm auf eine 6 aufwerte und dann kriege ich einen von denen, beziehungsweise er kann halt den Unter, er könnte ja mit der Blutmagie theoretisch beide auf eine 6 aufwerten, aber der eine steht ja immer noch neben dem Dreier. Also zieht er richtigerweise sein Dreier ein Feld zurück. Von da hinten blockiert er aber immer noch, dass ich mit meinem linken Fünfer auf den Krater ziehe, denn er könnte dann einfach seinen Fünfer auf eine 6 upgraden und wäre dann quasi das gleiche Prinzip, dass ich meine nicht auf eine 6 upgraden könnte. Das heißt, ich bekäme dann zwar zu Beginn meines Zuges einen Siegespunkt, müsste aber direkt wieder die Krater verlassen und könnte das auch nur an den Rand, wo ich dann auch relativ gefangen wäre. Deswegen mache ich noch weiter Druck auf seinen Dreier und hätte jetzt eigentlich gedacht, dass ich mir den gegebenenfalls mit beiden Basilisken fangen kann. Er baut aber selbst eine Mauer. Hat jetzt auch nur noch zwei Würfel. Ich kann aber auf den Krater ziehen und da bekommt er mich jetzt so schnell nicht runter. Selbst wenn er eine 6 macht, ich mache eine 6. Er kann nicht so schnell Dreien machen, wie ich Siegpunkte sammle, um zu gewinnen. Deswegen kassiert er sich die Seele ein, bekommt nochmal einen Siegespunkt, geht weiter in Richtung von meinem Krater, um da Druck zu machen. Ich werte den aber direkt auf. Passt noch gerade genau von der Geschwindigkeit. Er wertet auf eine 6 auf. Ich kann auch auf eine 6 aufwerten. Und er könnte jetzt zwar unten meinen Vierer angreifen und den kriege ich nicht mehr wirklich aufgewertet, aber er hat auch keine zwingende Situation, während ich halt die ganze Zeit die Punkte sammle. Er macht es jetzt auch, zieht runter zum Vierer. Ich bekomme den 9. Siegespunkt, ziehe dann meinen Blutmagier natürlich da zur Seite. Selbst wenn es jetzt nicht über die Krater wäre, könnte ich theoretisch bis zu meiner 3 ziehen und dann könnte er mich nicht mehr verfolgen. Er betreibt jetzt noch Siegespunkte-Optimierung, denn indem er da auf eine 6 aufwertet, bekommt er quasi noch einen virtuellen Siegespunkt. Ich bekomme über den Krater den 10. Siegespunkt, habe dann direkt gewonnen, kann seinen 6er nicht mehr schlagen und es steht 10-7. Ich würde sagen, das war mal ein etwas anderes Drachenspiel, nachdem wir im ersten Spiel das Lichtdrachen stehen sich Lichtdrachen gegenüber und es passiert nicht so richtig viel gesehen haben. Hier etwas anders gespielt. Ich habe mit dem Dreier meine Vierer und meinen Krater verteidigt und nicht selbst auf Lichtdrachen aufgewertet, hatte dadurch noch mehr Würfel zur Verfügung, habe dann eine Mauer gebaut, habe mit meinem Dreier seinen Fünfer festgepinnt und konnte dann durch das Aufwerten auf Dreier, auf Fünfer, mir seinen Krater schnappen, immer unter der Bedrohung, dass ich mir seinen Fünfer oder einen von seinen Dreiern gewinne. Mir hat es auf jeden Fall riesig Spaß gemacht und ich muss sagen, ich bin doch immer wieder fasziniert, wie man in, ich habe jetzt mal nachgezählt und glaube, es waren 23 Züge gerade mal, wo man eigentlich echt denken würde, das ist doch nicht so besonders viel, so viele interessante Situationen haben kann, wo man drüber nachdenken muss, wie man es macht. Obwohl, wenn man das mit, zum Beispiel mit Schach vergleichen würde, ja viel weniger Figuren auf dem Tisch stehen. Und trotzdem schaffen es die Regeln mit den unterschiedlichen Fähigkeiten der Figuren, ja so komplexe Situationen zu erschaffen, mit auch einer geringen Anzahl von, wie viel haben wir hier, 5 oder 6 Würfeln, dass man wirklich dann, wir haben, was ihr hier jetzt in unter 20 Minuten seht, da haben wir über 1,5 Stunden dran gesessen und dran gedacht. Bei so einem Turnier will man natürlich auch ein bisschen, nicht nur nach dem Bauch spielen, sondern die Sachen ein bisschen durchrechnen. Und ihr seht jetzt hier unten auch noch, ne, wie viel Diskussionsbedarf wir nachher noch hatten, nochmal Sachen durchsprechen. Der Basilisk-Zug da an Rand war sicherlich nicht gut. Es hat mir den Vorteil gegeben, dass ich am Anfang mit einer 3 verteidigt habe und nicht meine aufgewertet habe mit der Blutmagie und dadurch am Ende noch mehr Würfel übrig hatte. Es hat uns beiden auf jeden Fall riesigen Spaß gemacht. Ich hoffe euch beim Zuschauen auch. Wie immer,
wenn ihr denkt, hier der eine Zug, da hätte ich einen viel besseren Zug, vor allem wenn es jetzt für Rot ist, den Verlierer, dann schreibt das unten in die Kommentare. Und auch gerade bei diesem Spiel bin ich sehr dafür, dass wir das dann einmal durchspielen und das Video dann auch wieder verlinken und mal gucken, ob hier Rot noch mehr Möglichkeiten gehabt hätte. Das dritte Spiel von mir hat, wenn ihr das hier seht, auch schon stattgefunden. Es gibt aber zu diesem Turnier auch noch ein kleines Finale, da wir am Ende zwei Spieler hatten, die alle drei Runden gewonnen hatten. Und das findet relativ zum Veröffentlichungsdatum von dem Video hier jetzt nächste Woche statt. Das heißt, wenn ihr das hier früh guckt, könnt ihr auch noch auf unseren Discord-Server kommen und dann könnt ihr gerne zugucken bei dem Finale und gegebenenfalls nachher noch Fragen stellen oder wie auch immer. Oder wenn ihr jetzt das Video erst etwas später guckt, dann wird sicherlich das Finalspiel hier auch schon auf dem Kanal zu sehen sein. Also egal wie, ich hoffe, ihr werdet bei diesem Spiel und auch bei meinem dritten Spiel und dem Finalspiel noch viel Spaß gehabt haben beim Zuschauen. Ich hoffe, ihr kommt mal auf unseren Discord-Server und spielt selber eine Runde mit. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Bis dann.